following video is rated P. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 mit den übrigen drei. Mit Fabi, Rainy und mir, dem Carsten. Und ich starte mal. Ah, schade, ich wollte gerade noch mal schreiben. Egal! Ja, da steht schon, ich bin Rainy, männlich, 40, nee, das wollte ich hart, hart und Single. Ich wollte schreiben mit Spacki, Moluki und mir. Ach, das nervt. Du nervst. Halt die Fresse. Bei mir klappt was nicht. Was? Was das schreiben? Nein, das nicht. William, the Champion. Hail Stalwart, Prince William of Orange, Liberator. Und das ist weg. Deal accepted. Fabi hat was gesagt. Wann ist mein Tier auf Englisch? Nee, warte. Seitdem du scheiße bist. Nee. What the fuck, seit wann ist mein Spiel auf Englisch? Weiß ich nicht. Ja. Bei mir ist es schon immer auf Englisch. Von daher. Bei mir ist es komischerweise noch halb Englisch. Ja, ich glaube, meine Sicht hat man noch nie gesehen. Nee, hat man nicht. Weil gerade nee, so unkompetent nicht. War, mal aufzunehmen. Stimmt ja gar nicht. Ich ja, wollte das so stimmt nicht. Das. Oh, ich hab einen Missionar. Ich weiß schon, wo ich ihn hinschicke. Hammer. Hey, Ryu. Wo bist du? Ryu muss noch sterben. Ich bin hier und ich hab noch gerade echt hier wieder was vor mir. Gott. Wer denn? Ah, warte mal, wen wollten wir denn jetzt auslöschen? Wir wollten jetzt hier, die Stadt starten. Harun al-Rashid auslöschen, richtig? Nee, wir wollen erstmal auf Stadt starten. Mit dem Krieg? Nee, lass doch jetzt Harun al-Rashid auslöschen und dann haben wir das hier hinter uns, Leute. So, warte mal. Ja, weißt du, bis wir bei dem angekommen sind, hat Rainy den schon längst vernichtet. Ja, orientierungslos. Okay, deswegen ja. Ich bin orientierungslos. Was habe ich denn hier? Die kleine Idee. Wir wollen jetzt die Session hier mal hinter uns bringen, das Spiel. Ja, okay. Wir wollen das jetzt endlich mal zu Ende bringen. Dann würde ich sagen, heute keine Unterbrechung mehr, wir spielen jetzt durch. Och nee, dafür muss ich nochmal eine Grafikeinstellung ändern. Das heißt, jetzt gibt's Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Fliegt Rainy eigentlich immer noch so häufig raus? Das ist eine sehr gute Frage, das werden wir im Laufe des Spiels noch feststellen. Das war ja die letzten Male so ein großes Problem. Das zum Teufel war das. Hab ich nicht keine Kriegseinheiten mehr außer. Was habe ich eigentlich so eine verfluchten Pferde? Bringt ja auch voll viel auf so einem Ozean. Ich habe auch Pferde, 3 Stück, die habe ich geschenkt bekommen, toll, nicht? Boah, die verschenke ich an irgendwen und dann ist der ganz fröhlich. Du kriegst jetzt Pferde. Jawohl, give a gift. Gift a unit. Dich! Fick dich! Warte mal, was bringt momentan am meisten hier so? Normal. Mäßig. Ey, Rote, geil! Ne? Jungs, ihr wisst doch, dass meine Laune sehr schlecht bei den vergangenen Spielen. So. Ja. Die ist ausgeglichen gerade. 99 geil. Zufriedenheit und 99 Unzufriedenheit. Hey. Hast du deine kriegerischen Taten so ein bisschen zurückhalten können in den letzten Runden oder wie? Ich habe keine Ahnung, was meine letzten Taten überhaupt war und was mein Ziel für die nächsten Partien war. Ja, okay, dann segel ich mal mit meinen Schiffen, die ich so zur Verfügung habe, Richtung Harun al-Rashid. Ich weiß nur noch, ich habe eine riesige Flotte vor Carstens Städten stehen. So. Hatte ich damit was vor? Ne, geile Städte kann auch noch was produzieren. Was machen die gerade? Bibliothek, ne, wir können. Hatte ich damit was vor? Geht's ab in den Krieg, meine lieben Freunde. Jawohl. Ich glaube, dass da Schiffe sind, liegt einfach daran, dass ich rechts von dir mich mal hingesiedelt habe. Wahrscheinlich hast du sie nämlich bei Rapture, ne? Ne, warte mal, hab ich hier unten nicht auch noch irgendwas stehen? Ja, ich hab bloß mein Deck gehabt. Dann wurde ich abgeballert. Sag mal, Carsten, wie ist es für uns eigentlich besser, wenn wir rechts rumfahren oder links rum? Ja, da ich meine 3 Schiffe bei deinen Lümmel habe, ist es für mich günstiger, rechts rumzufahren. Aber wenn du deine Schiffe bei Fuck You Carsten hast, dann solltest du vielleicht eher links rumfahren. Ja, das Problem ist, ich habe nur noch ein Schiff. Ich muss erstmal bauen. Ja, ich eigentlich auch. Was, wer braucht? Achso, du. Schlafe. Schön einschlafen. In den Damaskus einfallen. Nächste Runde, ey. Geht ab hier. Vatikanstaat bricht die Quest ab, okay. Sidon wünscht sich das Wunder von Purgator. Ne, gewinnt nicht. Ich mach's mit dir.
Ja, bewegt euch mal weiter, ihr geilen Missionare. War schon ganz genau so ein Bekehrner. Leif Eriksson, doch, den habe ich hier noch. Jawohl. Hammer. Nein, nicht so nah an die Küste. Lukas, du pustest. Das ist richtig hart an der Blase. Ja, macht er ja immer. Ich hab schon wieder... Hast du mir Seesachen geschenkt? Seesachen? Hast du mir Reiter geschenkt, Carsten? Ja, nein. Ich habe, glaube ich... Ich bin der Meinung, ich habe sie Zürich geschenkt. Dann sind wir eigentlich jetzt offiziell im Krieg mit... Also ich habe keinen Krieg mit ihm. Nee, wir haben noch keinen. Agit. Also ich habe Krieg mit ihm. Warte mal kurz, ich will mal kurz auf meinen Diplomatie gucken. Das wäre grundsätzlich schon mal nicht so gut. Nee, ich habe keinen Krieg mit ihm. Er ist ja, dann mir sehr fang mal Krieg an. Gegenüber. Doch, ich habe Krieg mit ihm. Wir haben zwei Karten und ich ein Bündnis haben. Ja stimmt, wir haben ein Bündnis. Deswegen sind auch die ganzen Stadtstaaten da so sauer auf uns. Wo ist Quebec? Quebec dürfte links sein, oder? Quebec ist glaube ich irgendwo bei mir. Quebec mag mich nicht. Quebec ist unter Sansibar, das ist links von mir. Ah, da. Quebec mag mich nicht. Das heißt, es ist rechts von dir, Lukas. Okay, Quebec ausgelöscht. Nein, wir löschen jetzt hier Dings aus. Harun al-Rashid. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Land das Medina, ist. Medina. Das sind die Araber. Araber. Meine Philosophie ist einfach, wer mich nicht mag, stirbt. Die Araber mögen dich nicht. Aha. Meine liegt sozusagen in Missgunst. Ich glaube, die haben ihn doch letztes Mal wirklich als kriegshetzerisch bezeichnet. Ja, richtig. Deswegen glaube ich, habe ich da auch noch ein paar Schiffe stehen. Ja, deswegen kannst du dir jetzt ja mal umhauen da, ne? Wo war eigentlich noch unsere... Ne, ich muss gerade Einheiten verlagern. So wie ich es verstanden habe, mache ich jetzt Quebec-Plug. Das ist voll ärgerlich, dass man nicht sieht, was er macht. Ich kann hier einfach nur durch die Gegend gucken und angucken, ja, vor allem, weil ich der spannendste Spieler bin. Ja. Warum nimmst du da nicht auf, hm? Weil ich kein Aufnahmeprogramm habe. Ja, ist ja kein Problem. Vereinbarung vorgeschlagen, ne? Weil wir jetzt schon wieder was. Selbst hin? Ja, richtig. Natürlich. Verlängern wir den Vertrag. Beweg dich. Ja, nein! 50. Och, Mann. Was ist denn los? Boah, weißt du, weil das Spiel einfach so lahmarschig ist, hat er mir jetzt einfach das nächste Schiff angewählt und das habe ich in die völlig falsche Richtung geschickt. Das ist echt der letzte Scheiß hier mit der Steuerung. Dass er irgendwie hin und her springt, ist echt scheiße. Ja. Es gibt auch, wenn du hier nicht wie wir Quick Combat anhast, dann ist es noch schlimmer, weil du dann einfach jedes Mal, wenn irgendwo eine Einheit anfängt zu kämpfen, also ob es ein Verbündeter oder ein Gegner ist, und du den auf der Karte sehen könntest, dann geht er da einfach hin. Ey, was erforsche ich eigentlich gerade? Ist egal, im Krieg. Brauchen wir nicht. Gute Frage. Muss ich auch mal gucken. Ich habe 36 zu kriegen heute. Hammer. Ich kann mir Krieg gerade voll leisten. Boah, der hat den Kremlin gemacht. Nein, jetzt muss ich was Neues bauen. Wer will meine Religion? Zürich? Was ist denn Zürich? Was mach ich denn? Zürich. Passt Zürich. Hm. Ja, passt doch wunderbar. Schick ich mal ein bisschen Aare halt dahin. Einheit benötigt Befehle. Wer will denn noch was von mir? Hm. Ralf Eriksson ist zum Glück nicht draufgegangen. Ich erforsche hier gerade mal die arabischen Grenzen. Und ich kann sagen... Nein, die Bürger werden unglücklich. Groß. Was für Mistsäcke. Der ist nicht groß. Ne, der ist echt nicht besonders groß. Ah, seht ihr, ich bin nicht fertig. Drei Städte. Ja, den haben wir doch wohl schnell weg, oder nicht? Wenn wir uns unsere gesamte Front dahin bewegen, ich meine also ein Schiff. Also ich hab meine drei Schiffe da stehen. Ja, Rainy bewegt mal da. Rainy hat auch drei Schiffe da stehen und dann könnten wir schon auf der Seite, machen. Die du sehen kannst, Carsten. Ja, ich hab doch gesagt, er hat auf jeden Fall drei da stehen. Bei Kriegsopfer 6? Bei, ja. Okay. Da komme ich gerade mit Leif Eriksson rumgefahren. Hammer. Wer ist Leif Eriksson? Das ist ein großer Entdecker des Keltenreiches. Okay. Wer kennt ihn nicht? Leif Eriksson. Ist das nicht eigentlich der Typ, der ursprünglich... Nee, oder? Also der Name kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ich bin der Meinung, das wäre der Typ, der bei den... weil die Kelten sind ja sowas wie Wikinger, oder? Mhm. Ja. Ist das richtig? Das ist doch der Typ, der eigentlich ursprünglich Amerika entdeckt hat, oder nicht? Kann das sein? Keine Ahnung. Warte, ich bin da gerade nicht am Aufnehmen. Ja, mal gucken. Das könnte sein. Kann ja mal eben gucken.
Fragen wir Wikipedia. Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. Oh, ich muss ja drücken. Ha! Live. Ich verpasst das hier gerade voll. Du darfst nichts tun. Wer braucht jetzt noch einen Befehl? Niemand. Island, der Glückliche. Wo schicke ich euch denn hin? Ah, wir kommen noch da. Ah, hier haben wir es ja. Die Entdeckung Amerikas durch Leif Erikson wird in beiden Vinland-Sagas unterschiedlich geschildert. Plötzlich recht. Juhu! Das macht mich glücklich. Das wurde eine große Persönlichkeit geboren. Zhang Qian. Wer ist denn das? Kenn ich nicht. Das dürfte außer der Reichweite sein. Und wenn nicht, dann wird hier reingegriffen. Beweg dich mal eine Runde hin. Next turn. Boah, alle Schiffe, die ich einfach bauen könnte, bräuchten richtig lang. Wer verbreitet ja, denn da sein Judentum? Ich hab bloß Zürich eben das Judentum gegeben, meine ich. Ja, ich komm nicht zu dir, wirklich nicht. Ich höre keinen Krieg. Irgendwie ist der Taoismus von Dustin ja leicht ausgestorben. Ja, nee, ist ja Quatsch. Ja, aber wenn ihn niemand mehr verbreiten kann? Ah, hier, ich hab noch Shintoismus, meine ich. Die heilige Stadt für den Shintoismus, Kriegsopfer 3. Kriegsopfer 3, da. Stimmt. Ja. So, jetzt bin ich fertig. Sehr gut. Krass. Auf 3 Städten ist noch Shintoismus. Nee, sogar auf 4. Hammer. So, du bleibst da. Wollte ich jetzt mit euch tun? So, Kina, was will ich denn jetzt als nächstes? Ich glaube, ich wollte dichter. Ich hätte erstmal eine Runde. Noch mehr Missionare, jawohl. Ich hatte Einfluss in Mombasa? Und in Sidon? Okay. Das muss ein Irrtum sein, Carsten. Nicht so schlimm. Tja. Muss ich denn jetzt hin eigentlich? Oh Gott, bis dahin muss ich. Ist aber ziemlich weit. Tja. Passiert. Oh, Theoretisch. Kann ich nicht. Was will ich denn? Da wollen wir jetzt verarschen. Hammer. Ja gut, das hat nicht mal laufen. Egal. Du auch. Ja, zum Glück nicht auf. War du krass gefailed. Nein, dich wollte ich noch bewegen. Shipbacker. Nix so. Blind. Juhu. Ich bin blind, ja. Mehr nicht. Ich hab mir jetzt einfach mal 2 Einheiten gekauft. Ich nicht Ewigkeiten bauen will. So. Produktion. Nein, nicht hin und her springen. Da. Und da. Janeiro? Hatte ich mal gar nichts. Ja, was wollen das? Das ist frech. Och, dabei auch ein Seabagger. Oh, ich kann eine neue Production wählen. Hammer. Wählen wir mal eine neue Production. Ich hab einen Tinnitus. Mann. Du hast einen Tinnitus. Ich weiß nicht. Plötzlich Alter, kam ein Tinnitus. Du bist eine Tinnitussi? Ja. Eine Tinnitussi. Nächste Runde. Yay. Damaskus. Damaskus wird demnächst fallen. Unter der gewaltigen 3-Mann-Streitmacht. Hast du den schon an? Hallo, wir sind echt gewaltig. Jetzt kommt aber noch von der anderen Seite. Was hier? Jung. Du kriegst. Cool. Nein! Oh, Rio, du Arsch! Greif die Sau einfach mal meine Schiffe an. Chenny ist klar. Erstmal wieder heilen. Du sollst aber noch gegen den letzten anklingen muss. Wollen wir den jetzt auslöschen, den Harun al-Rashid, oder? Ja, sicher. Na gut. Na gut. Ist ja sonst nicht. Peanuts. Jawohl, er hat ihm den Krieg erklärt, ey.
Gehst du auf Medina oder? Auf Medina. Aber meine Zufriedenheit ist jetzt im Krieg noch gewachsen. Sehr gut. Das spricht für meine. Für meine Herrschaft. Die immerhin schon seit. Boah, warum musste ausgerechnet meine Fregatte von der Scheißstadt angegriffen werden? Fick dich doch einfach, Rio. Oh, der hat Mekka als Hauptstadt. Hui, Mekka. Wie ungewöhnlich. Mekka mal nicht so viel rum. Oh, crazy shit, ey, da sind Barbaren. Oh my goodness. Oh my goodiness. Goodie. Oh, nur 3 Runden, die brauchen 9 Runden. Aber ich brauch voll lange, um zu produzieren. Dü-dü-dü, Carsten, nächste Runde. Ich glaube, Carsten hat sich gerade gemutet, kannst angehen? Ja, hatte er kurz. Ihr Schweine, ihr habt eine Fregatte getötet. Kann ich das denn nicht hier machen? Achso. Nee, brauche ich nicht. So. Das nützt mich ein bisschen mehr Sichtweite und Movement für meine Seeeinheiten. Mein. Warum? Warum? Ach nöss. Boah. Alter, ich scheiße jetzt darauf, dass der nicht volles Leben hat. Ich will auch angreifen. Ich habe nicht allzu viel zu bewegen. Oh, ich habe einen Admiral bekommen. Wäre heute auch mal voll langweilig bei mir. So, dann kaufen wir hier nochmal ein Schiffchen. Nee, aber pass auf, dass bei dem Krieg in Damaskus mein Spion nicht umkommt. Ist da ein Spion drin? Ja. Warum in Damaskus? Einfach nur so aus Spaß. Weiß kann. Wo soll ich den sonst reinsetzen? Monaco. Nee. Das wäre voll nützlich. Nee. Kein goldenes Zeitalter beginnt. Jawohl. Hallo Fabi. Hi. Was geht? Hallo, na. Workshop, Hammer. Damaskus wird demnächst angegriffen. The Sea Beggar. Warte mal, den kann ich eigentlich da mal rüber bewegen. Nein, nicht darüber springen, du Arsch. Mit dem Krieg ist das natürlich dumm gelaufen. Gehen wir nach Zürich. Ja, Zürich, du Lotscher. Sendest dein Spion jetzt doch weg? Produktion. Nee, mein Händler. Okay. Next turn. So. Moment, kann ich ihn noch bewegen? Die kann ich sicherlich noch bewegen. Nee, kann ich nicht mehr bewegen. Du kannst deine Karavelle bewegen. Kann ich noch bewegen? Ja. Meinst du? Ja. Wo kann ich tatsächlich? Das ist natürlich ziemlich geil. Da sehe ich wenigstens dann auch, was da abgeht. Nächste Runde. Nein! Boah. Eine Runde bei dir, oder wie? Check. Was wählen wir denn jetzt? Nur mal das. Krass. Einheit würde ich hab dir doch gerade eben Befehle gegeben. Schieß da mal drauf. So, du baust jetzt mal eine Schule. Schule ist auch mal ganz nützlich. Oder haben die mich jetzt gerade? Ja. Kann ich nicht bewegen, wie gemein. Mr. Admiral. Verarschen? Ein bisschen mehr Gold. Denn ich liebe Gold. Nächste Runde angreifen? Ja, ich glaube, nächste Runde könnte ich da mal angreifen. Krasser Crossbow-Mann. The Big Ben wurde von Carsten vollendet. Jawohl. The Big Ben?
Ah, der Big Ben. Zanzibar. Kathmandu. Quebec City. Ah, hier steht aber ein bisschen was rum, wa? Wo? In Damaskus. Achso. Wo? Ich hab mittlerweile auch was bauen können, deswegen... Renny, ich sehe deine Flotte hier gar nicht, wo ist sie? Die ist bei Medina. Achso. Ja, das ist ärgerlich, so viel Blick habe ich nicht. The fuck? Die ist bei Medina und dann hat Medina nur so wenig verloren. Könnte sich ja sogar wieder heilen am Arsch. So, the Sea Bagel. Mir fällt gerade auf, dass die gerade gefährlich nah an uns rangehen. Wer denn? Na, die. Wer denn? Also, das war die Khan. Oh, die haben dein Schiff kaputt gemacht. Aber ja, ist mega. Das sind halt Verluste, die zu erdulden sind. Ungünstig. Da kommen wir nicht an. Hier ist blablub. Das ist jetzt ungünstig. Ich glaube, den hätte ich bewegen müssen dafür. Ja, ey, ich hab doch... Sag mal... Alter! Boah, das Spiel... What the fucking hell? Ne, ich dachte... Oh, verwechselt. Los, Gasti, Basti. Nix. Ich hab grad nur die zwei Anzeigen verwechselt. Nun dachte ich, ich mach dem so gut wie kaputt. Aber nee. Ich bin nur blind. Oh, jetzt hätte ich keine Unzufriedenheit, hätte ich 90 Zufriedenheit. So kacke. Hammer, ich hab 0 Zufriedenheit. Ich hab 37. What? Ja. Minus 1. Halt ein sehr guter Herrscher. Rainy ist ein verkackter Kriegstreiber. Er ist annehmbar. Ich meine, gerade kaputt oder? Ja, der ist ja gemein. Oh, da kann ich jetzt angreifen. So, bevor wo war denn jetzt der Mann angreift? Ach da. Ihr bewegt euch jetzt da hin. Nee, du kannst doch gar nichts mehr. Ist so eine Lüge! Eine Lüge ist das, dass du noch weiter angreifen kannst. Oh, hallo! Ich brauch das kritische. Gibst du den Damaskus richtig krass an damit? Also gut wie ich kann, ne? Renny macht gerade Medina fertig, oder was? Ja. Wann fällt Medina? Gestern. Ja, am besten noch heute. Ja, aber gestern wäre besser. Ja, das stimmt wohl, aber... Das kannst du ja nun wirklich nicht verlangen, Carsten. Verlangen kann ich alles. Nee. Ob's dann auch geschieht, ist eine andere Frage. Wie sieht denn das mit der Religion aus? Weltreligion. Aber der Islam ist immer noch vor mir, Also. Was kann er denn sein? So, du gehst da rein. Du gehst auf den Hügel. Hügel? Hügel, ja. Hast ja, mich schon nicht verstanden. Ja, ich hab den 4-Sterne-Bereich erreicht. Oh ja. Was hast du erreicht? 1001 Punkte. Hammer. 1001 Dalmatiner. Du nass. Nein. Doch. Nusi. Nein. Doch. Nein. Oh, irgendjemand hat Krieg. Irgendjemand hat Mombasa Krieg. Hat Devil den Krieg erklärt. Jawohl. The fuck? Hat Mombasa sich auch gegen Rainy und auch gegen das Fepsi. Ah, du hast gegen den Krieg erklärt. Ich? Ja? Nee, hab ich nicht. Da stand aber, das Fäbchen hat gegen Mombasa Krieg erklärt. Ich hab Mombasa nicht den Krieg erklärt. Niemals. Wenn ich mich jetzt gerade nicht verguckt hab, dann stand das da aber. Was? Fäbchen hat den Krieg. Fäbchen nicht ein Lock? Nee, Mombasa hat euch den Krieg erklärt. Who cares, wird platt gemacht. Fuck, hab ich mich voll verlesen. Egal, ist doch nur so ein. So ein Dings. Muss Mombasa sein. Ich hab auch. Autokratie. Rio de Janeiro. Sidon, Zürich. Ah, Mombasa ist unten bei mir.
Ja, sollen es versuchen. Erschaffen werden die dabei nichts. Warte mal kurz. Ach, da war's. Genau. Du gehst nach. Oh, du hast ein bisschen Schaden genommen. Bisschen zurück. Du vor. Heilen. Angreifen, angreifen, näher ran und auch angreifen. Ihr beiden müsst warten. Kurz warten. Nächste Runde. Und nächste Runde. Bis jetzt wartet alles auf das kleinste Reich. Ja. Ich habe auch nochmal nicht allzu klein. Was? Ein Schuss und mein. Am Arsch. Nee. Sehe ich nicht ein. What the fuck? Ach da, da wollte ich hin. Dumdidu. Nächste Runde. Alter, das ist ein bisschen krass. Damaskus kann pro Runde ein, zwei der Schiffe kaputt machen. Buff bei dir. Seh dort. Aber Renny ist ja auch gut bei Medina zugange, wa? Wie viel hat Medina noch? Aktuell? Ich kümmere mich gerade eher um die Einheiten anstatt um die Stadt. Achso. Okay, die kriegen mich nicht in der Runde. Ich, du brauchst noch einen. Und du brauchst noch einen. Boah, dass da einfach noch Bogenschützen drin stehen müssen. Unnötig. Sonst wäre das viel leichter. Ja, aber ich war mir auch Kamelreiter. Das ist einfach nur derbe nervig, weißt du? Das verzögert's nur. Und schlaf dir so nächste Runde. Obwohl das bei mir wahrscheinlich auch den. Wenn die ja jetzt zwei Runden hintereinander die richtigen. What the fuck? Macht das Sinn? Och, fickt euch, jetzt kommen dann noch welche. Nee, ist klar. Ey, jetzt haben sie sogar ein Minenschiff da drin stehen. Oh, ich hab ein Schiff eingenommen. Die Artillerie. Mach ich leider nicht platt. Ist oh mein Gott, da stehen ein paar viele Truppen. Die brauche ich definitiv dafür. Nein, es lebt noch.